Guten Morgen! Wir bauen uns jetzt eine Dusche. Und denk dran, wir müssen es ja auch noch falten können, damit wir es zubekommen oder so. Ist das schwer. Hier 22 Liter feinstes Seewasser. Outdoor Living hat ja auch immer ein bisschen was mit Improvisieren zu tun. Und durch dieses Improvisieren kommen einem meistens die besten Ideen, weil man aus nichts irgendwas schaffen muss, was man braucht. Jetzt baue ich hier mal provisorisch die Dusche an und mache die mit einem Kabelbinder hier oben fest. Oh, da schwimmt schon was drin. Hier die Wasserpumpe, da muss ich mal eine zweite besorgen. Na! So, alles etwas provisorisch, aber es funktioniert. Stopp, nicht so viel. Den ganzen Tag gechillt und hier auf dem Dach gelegen in der Sonne bis gerade und sind richtig gut eingeschlafen. Und jetzt hat es sich wieder zugezogen und es macht den Anschein, als würde es gleich anfangen zu regnen. Ist Beer Country. Ach, guck mal, da ist eine Map. Hier hat es sich auch richtig eingeregnet. Und wir fahren jetzt weiter. Also das GPS sagt hier lang. Die Straße sagt, es ist eigentlich nicht so gut, hier lang zu fahren. Abschleppen wird 1000 Euro Dollar kosten. Aber ich meine, wir haben ja einen Defender. Ne? Okay. Waschen, wir haben nichts mehr zum Anziehen. Und hier dauert eine Wäsche 20 Minuten. Ich weiß nicht, wie das so sauer werden soll. Aber mal schauen. Das ist quasi alles, was wir haben. Schauen wir uns mal einen Kaffee. Es regnet heute den ganzen Tag und wir hängen nur bei Starbucks ab und sind am Dudeln hier. Jetzt ist Feierabend. Ja. Wir sind heute Nacht hier auf so einem RV-Parkplatz gelandet und der hat voll cool so einen Aufenthaltsraum und wir sind die einzigen Gäste. Noch nicht mal das Personal ist da, es gab nur Self-Check-In. Es regnet auch seit 3 Tagen, das gefühlt immer in so krassen Mengen, dass... Aber hier, guckt mal hier, wir können uns jetzt hier wie Oma und Opa in die 2 Schaukelstühle. Wir haben uns jetzt, ich weiß nicht, 3 bis 4 Tage Zeit gelassen, um bis nach Vermont, nach Rovenhorst zu kommen. Ich habe ja das Gefühl, dass irgendwas mit dem Transfergetriebe nicht stimmt. Und ich hoffe, dass die das relativ easy in den Griff kriegen. Dann sind es nur noch 1,5 Stunden und wir sind schon wieder in Kanada und zwar in Montreal. Wir sind gerade stehen geblieben, weil da vorne ein Airstream an der Straße stand. Ja. Aber jetzt sind wir hier in so einem... Guckt euch mal bitte diesen Camper an. Also es ist tot hässlich, aber
Es ist, stell dich mal bitte dahin. Das ist einfach, das ist ein fahrendes Haus. Guck mal, wie groß das ist. Krass, oder? Und es hat eine Dusche. Guck, wie viel Platz du über dem Kopf hast. Das ist größer als manche Hotels. Das ist größer als manche Wohnung. Sozialwohnung. So, und jetzt kommen wir hier hinten in den restlichen Ding. Guck hier mit Glas, Vitrine. Ah, ne, Spiegel. Bett. Hier ist ja auch die Besonderheit, dass man sich während des Fahrens kann man sich ja dann auch da hinsetzen. Guck mal, ja, du kannst dich da anschnallen. Guck mal, hier fährt ein Fernseher vor dem Fenster aus. Und du kannst sicher das Sofa aufklappen und dann können hier die Kinder schlafen. Da können Leute schlafen. Mhm. Backofen, Riesenmikrowelle. Und hier ist ein Badezimmer. Ja. Mit Fenster. Das ist größer als das Badezimmer in meiner ersten Wohnung. Ehrlich? Ja, war so ziemlich. Sollen wir? Unfassbar, oder? Die Amis, die Amis, die Amis. Worauf ich das Auge geworfen habe, ist da vorne der Airstream, aber der ist leider verkauft. Der wäre ja so cool, der wird sich ja so gut an Willi machen. Uiuiui. Ui, ui. Das Geräusch, was uns permanent zwischendurch begleitet, wird gerade zu einem Permanentgeräusch, was sich gar nicht gut anhält. Und wir sind jetzt noch 5 Meilen vom Land Rover Shop entfernt. Wir haben es geschafft. Wir sind bei Rover's North. The pedal, and that's, you know, if it's not adjusted properly, what happens is it doesn't release. Yeah. So there's always pressure on the clutch. And eventually it'll wear the plate out. Okay. But that might be what's happening. It's always engaged. So it's heating up. Yeah. And then when you go to take off, that's what might be causing it to slip and cause that judder. Das ist alles gut in Fluidfilm gelegt. Das macht sich jetzt wieder extrem bewährt. Häslein in der Grube. Löst jetzt hier die Kupplung, das Kupplungspedal. Und dann kommen wir vielleicht schon an den Masterzylinder einfach so ran. Was extrem cool wäre. That'll come off. Ah, this one? Yeah. Ja, okay. Ding drin. Perfekt, all done. Ich hoffe, dass das Problem war, aber das erklärt auch das Wassereindringen hier unten an der Kupplung, weil diese ganze Bremsflüssigkeit aus dem Kupplungszylinder hier reinlief. Euch mal die ganzen verzinkten Chassis an. Geilo, oder? 1, 2, 3, 123 Euro Dollar bezahlt für die Teile. Und zwar habe ich neue Rückleuchten, 2 gekauft, dann 1 Liter Bremsflüssigkeit und diesen Masterzylinder. Ich glaube, das Problem ist jetzt auch verschwunden. Drückt uns die Daumen, dass das auch so bleibt. Wir sind jetzt hier am Fuße von Mount Mansfield. Das ist der höchste Berg von Vermont. Das nicht bezaubernd. Oh, das Wetter ist so doof. Es ist voll am Regnen. Ich glaube, das wird nichts mit Wandern. Schön für Mitte Mai. Schöner Mai-Tag. Ganz ohne Flachs, das ist echt richtig nervig. Guckt euch das mal an. Es sind 0 Grad draußen. Auch das ist doch scheiße. Das macht gerade gar keinen Bock. Und mein Teil ist kaputt. Mann, das Teil ist abgerissen. Das nervt so. Guckt euch mal Caro an, wie kalt der ist. Und
Also das macht mal gar keinen Spaß. Es ist Mai. Weißt du, deshalb machen auch die ganzen Nationalparks nicht auf. Deshalb. Ja, warum auch? Was passiert ist wieder? Wir haben wahrscheinlich einen, oder was heißt wahrscheinlich? Wir haben einen schleichenden Platten vorne. Und was machen wir dagegen? Wir tauschen jetzt den Reifen einfach gegen den Ersatzreifen aus und dann gucke ich, dass ich den repariert kriege, den Reifen. Weil das Loch muss so klein sein, dass jetzt seit nach 4 Tagen erst wieder was, dass die Luft fehlt. Ja. Und zwar, es geht um diesen Reifen hier. Und man sieht es, jetzt ist er ordentlich. So unseasonably cold right now. Yeah, so. It is snowing today. Yeah, I know, we're in short sleeves out here. So. Take care. Thanks. Aber hast du gesehen, der Polizist, der hatte schon seine Uniform an. Lili sieht jetzt aus wie so eine Katze mit einer weißen Pfote. Ta-ta-ta. Das ist die Bridge of Canada. Fahren wir hier über diesen Fluss und dann sind wir in Kanada. Wir haben aber auch echt immer gigantisch Brücke, die ist nur aus so einem Gitter. Das ist krass, oder? Here we go, back in Kanada. Ein paar Fragen beantwortet, ja, wo wohnt ihr, was macht ihr, was wollt ihr arbeiten wegen dem Arbeitsvisum und dann hat er uns noch Tipps gegeben, wo wir denn arbeiten können? Genau, und vor allem, ja, und wo ist das Auto her? Ja, aus Deutschland. Ja, aber ist doch ein Rechtslenker. Ja, es kommt ursprünglich aus Irland. Ach so, okay. Ja, cool. Okay, der wollte noch nicht mal Autopapiere oder irgendwas sehen. Also wir fahren hier einfach mit diesem Auto durch die Gegend und das interessiert irgendwie keinen. Die Polizei in Amerika mega hilfsbereit. Hätte ich nicht gedacht. Wir brauchen auch kein Carnet de Passage oder wie das, Carnet de Passage, glaube ich, heißt das. Das ist eigentlich so ein Teil, was man für so Grenzübergänge fürs Auto braucht. Ist einfach, keine Ahnung. Entweder haben wir mega Glück, weil wir hätten so ein Carnet auch gar nicht. Oder es ist einfach, ja, es ist einfach, interessiert einfach keinen. Quebec! Viva la Canada! So, und wir versuchen, wir haben jetzt auch ein neues Ding, wir haben jetzt einfach auch wegen des Wetters Montreal, Ottawa und Quebec, die 3 coolen Städte, wir haben sie jetzt einfach ausgelassen und fahren direkt nach Toronto, weil da das Wetter besser sein soll. Es ist nur am Regnen, es sind um die 0 Grad, es regnet, schneit. Keine Ahnung, es ist alles voll ätzend. Es ist kalt, es ist nur am Regnen, seit einer Woche, ohne Scheiß. Es schneit, es regnet und dafür ist das Auto dann doch irgendwie, dann geht es einem richtig auf den Sack. Da war ja sogar die Eiseskälte, war ja besser. Es ist minus 17 Grad, ist kein Problem, aber Dauerregen nervt einfach. Es ist alles klamm, es ist alles ätzend. Ja, vor allen Dingen kannst du halt auch nicht draußen stehen, ne? Ja, man kann halt nicht raus. Oh, hilft ja alles nichts. Ich hole uns jetzt erstmal einen schönen warmen Kaffee. Wir lassen Quebec aus. Es ist nur am Regnen. Wir fahren jetzt direkt weiter bis nach Toronto und drückt uns die Daumen, dass da besseres Wetter ist. Leute, der Weg lohnt sich, auch wenn er manchmal nervt. Wir sehen uns im nächsten Video. Also, haut rein. Ciao.